Ich nehme jetzt einfach mal hier diese Zwiebel und teste, ob das wirklich funktioniert, wenn ich da was reingebe. Aber ich muss doch eigentlich den Deckel nochmal abmachen können, oder? So, meine Lieben, wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich gerade in meiner Küche. Und wie ihr wahrscheinlich schon hier sehen könnt, wisst ihr jetzt, worum es gleich im Video gehen wird. Und zwar habe ich zum Testen aktuell einen Thermomix hier stehen und bin sehr gespannt, denn ich habe noch nie mit einem Thermomix irgendwas gemacht und habe mir so ein, zwei Rezepte rausgesucht, die ich probieren möchte heute. Und ich hoffe, ich schaffe das alles auch in der Zeit, wie ich mir das vorstelle. Als allererstes, weil wir haben alle Hunger hier zu Hause, gibt es das Mittagessen. Wir fangen ein bisschen anders an mit der Chronologie. Und zwar möchte ich heute eine vegetarische Bolognese machen und mal schauen, wie das wird mit dem Thermomix. Also drückt mir die Daumen, dass das klappt. Ich werde euch jetzt so ein bisschen mitnehmen. Ich werde natürlich nicht alles folgen. Ich werde euch, wenn ihr möchtet, natürlich unten die Rezepte in der Infobox verlinken. Hier stehen dann auch schon so ein paar Sachen bereit, die ich nachher brauchen werde für die anderen Sachen. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Und ich wünsche euch viel Spaß bei meinem Thermomix-Versuch. So, hier sind schon mal die Produkte im Überblick, die ich jetzt gleich da reinschmeißen werde. Und zwar hier rein. Und ich bin mega gespannt, ob mir das gelingt und ob es auch danach schmeckt. Das ist ja viel wichtiger. Irgendwie zusammen zu einer Soße kriege ich das schon, aber ob es dann schmeckt? So, ich habe gerade festgestellt, dass man hier draufdrücken kann, um die Uhrzeit anzusehen, um das Gewicht zu sehen und, und. Ich nehme jetzt einfach mal hier diese Zwiebel und teste, ob das wirklich funktioniert, wenn ich da was reingebe. Aber ich muss doch eigentlich den Deckel nochmal abmachen können, oder? So, ja. Yay! Ich freue mich über so Kleinigkeiten, aber für mich ist das ganz was Neues. So, der erste Gang ist schon mal da drin und jetzt werde ich das Ganze klein häckseln und mal schauen, wie es dann aussieht. So sieht das jetzt aus. Wow. Weiter geht's. So, meine Lieben, ich habe es jetzt endlich geschafft, so einigermaßen. Es war ein bisschen kompliziert, wenn man sich nicht damit auskennt, damit klarzukommen, wo ich was einsetze, welche Einstellung für was ist. Und ich habe leider mich nur im Internet belesen nach den Backsachen und nach den Dessertsachen. Und gar nicht nach den Sachen, wie heiz ich mit dem Ding eigentlich. Und das war, glaube ich, so der Tod für mich. Und ja, jetzt funktioniert es aber. Die Suppe, Soße ist jetzt da drin. So die ersten paar Minuten ging es echt einfach. Dachte ich so, ach, ja, ist ja einfach. Und dann kam es zu diesem schönen Ding hier. Also zu diesem hier. Und dann kam ich nicht mehr klar. Dann habe ich nicht mehr so ganz zurechtgefunden, wie das Ganze funktioniert. Aber jetzt hoffe ich, das wird was. Ich habe jetzt auch endlich verstanden, warum das hier unten blinkt. Und ich melde mich dann nochmal zurück, wenn es soweit fertig ist und ich euch den Geschmackstest sagen kann, ob es funktioniert hat oder nicht. Und jetzt koche ich in der Zeit mal die Nudeln ab, weil es wird ja eine vegetarische Bolognese. Und mal schauen, wie die Nudeln dann werden, beziehungsweise wie das auf den Nudeln dann schmeckt. Seht ihr das? Das wackelt ganz schön. Soll das so wackeln? So, ihr Lieben, das Ganze ist jetzt fertig hier drin. Es heizt aber noch ein bisschen, weil die Nudeln, ja, sie sind grün, noch nicht ganz fertig sind. Aber wir haben gerade mal probiert und mussten noch ein bisschen Salz zugeben, haben es dann nochmal angemacht. Sehr lecker, sehr natürlich bisher und es hat auch funktioniert. Also, puh, ich habe es hingekriegt. Wir müssen jetzt mal schauen, wie das mit der Reinigung dieses Teiles hier ist. Die anderen Teile, also dieser große Aufsatz, der hier vorhin drauf war, den habe ich super einfach sauber gekriegt. Einmal kurz Wasser drüber laufen, einmal mit einem Schwamm drüber, fertig wäre das Ganze. Was schon mal super ist in der Einfachheit des Produktes sozusagen. Ansonsten, was kann ich noch sagen? Ja, bin ich im Moment noch positiv überrascht und kann verstehen, dass viele es mögen. Aber wir probieren nachher noch die anderen Dinge aus oder morgen, je nachdem, wie ich es zeitlich schaffe. Und gucke, wie das dann sich damit macht. Ansonsten würde ich jetzt sagen, erstmal guten Appetit. Ich zeige euch gleich das fertige Ergebnis, wenn es auf dem Teller ist und dann bis später. So, das sieht wahrscheinlich jetzt nicht so lecker für euch aus, aber das ist die Soße. Darunter sind die Nudeln versteckt. Das sind asiatische Nudeln und deswegen badet man die da drin, damit die den Geschmack der Soße annehmen. Fertig mit Essen! Und es war sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker sogar. Ich denke, ich werde die Soße morgen dann nochmal essen. Zu Abend, mal schauen. Kann man übrigens auch als Suppe sehr, sehr gut essen. So, ich bin jetzt hier schon an Teil 2 machen. Und zwar, wenn man hier so aufmacht, kommt Dampf raus. Seht ihr das? Ich mache jetzt eine Nuss-Nougat-Creme, wie ich ja, glaube ich, schon mal gesagt habe vorhin.
Und habe jetzt gerade schon den Zucker pulverisiert zu Puderzucker und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. So, hier ist das Rezept. Ein Nuss-Schokoladenaufstrich. Und hier sind jetzt die Zutaten drin und jetzt geht das Ganze für ein Weilchen zum Pürieren sozusagen rein. So, von lauter Begeisterung habe ich jetzt gerade vergessen zu filmen, wie ich das Eis gemacht habe. Aber so sieht das Eis jetzt aus und jetzt muss mein Schatz kommen und probieren. Schatz! Ja. Probieren! Gut? Sehr gut, ja. Sehr gut! Ich probiere auch verbotenerweise. Ein Löffel. Hallo, ihr hört es gerade. Ich mache jetzt gerade so ein Soft-Eis aus Früchten und Zucker, also Zucker. Und einem Eiweiß, weil ich ja gerade auf Diät bin und da kann ich nicht so das Eis essen, was ich gerade davor gemacht habe. Das ist nämlich für meine Jungs. Ich habe es probiert und es ist sehr, sehr lecker. Das jetzt soll für mich werden, allerdings auch erst für morgen. Ich probiere aber trotzdem vor der Kamera, damit ihr wisst, wie gut es ist. Jawolle! Dann machen wir das gleich zusammen auf, wenn es dann soweit ist. Genau, so sein jetzt. So, dann schalten wir das mal hier runter. Zack! Und dann gehen wir hier hoch. Öffnen das. Wow! Wollen wir probieren? Willst du auch probieren, Schatz? Nein. Sehr gut. Hallo again! Und ich habe es tatsächlich geschafft, alle Rezepte, die ich heute vorgenommen habe, mit dem Thermomix zu machen. Und hier ist sozusagen gerade das Brot. Das decke ich jetzt noch ab und lass es nochmal so 15 Minuten gehen und dann darf es in den Backofen, in den vorgeheizten. Und dann bin ich gespannt, wie es schmeckt. Ich werde es ja leider nicht probieren können, weil ich ja wie gesagt auf Diät bin. Aber mein Freund wird es probieren und für den backe ich das nämlich jetzt auch gerade, damit er heute Abend Brot hat. Und ja, es hat auf jeden Fall super funktioniert. Momentan bin ich noch echt begeistert. Mal gucken, wie sich das in den nächsten 13 Tagen noch so rauskristallisiert, ob ich den Thermomix wirklich täglich nutzen werde oder ob es dann doch eher etwas überteuert ist, das Ganze, oder eben auch nicht. Ich werde dann berichten zum Schluss. Tschüss! So, es bleibt ja noch übrig, hier meine Schokocreme mal zu probieren. Die habe ich jetzt einfach mal in den Kühlschrank gemacht, damit es schneller geht, um zu probieren, wie sie ist. Also hier ist mein Messer, weil wir das ja gleich mal mit einem Messer noch, mit einem Brot probieren wollen. Oh, sehr gut. Nicht so süß und dadurch richtig lecker. Und ich denke, ich mag Nutella immer nicht so, weil es extrem süß schmeckt. Aber die schmeckt wirklich sehr, sehr lecker und auch gesund, weil ich habe ja hier keinen richtigen Zucker reingemacht, sondern Zucker und Zartbitterschokolade drin und eben Haselnüsse. Also eigentlich ist es eine gesunde Alternative dazu. Wie gesagt, die Rezepte poste ich euch unten in die Infobox, falls ihr auch einen Thermomix habt. Aber ich denke, so ähnlich kann man es auch anders machen. Ein bisschen komplizierter wahrscheinlich, weil man muss das Ganze erhitzen erst und dann wird es zur Creme, weil da Butter und so auch drin ist. Die Eissorten, denke ich, die kann man auch mit einem normalen guten Mixer hinkriegen. Die Nutella-Creme wahrscheinlich nicht und die Bolognese wahrscheinlich in dieser Art auch nicht. Außer wahrscheinlich mit mehreren Töpfen und mehreren Gängen. Also das hat schon relativ Zeit erspart, auch wenn ich heute den ganzen Tag jetzt in der Küche stand. Aber ja, sehr, sehr lecker. Ich werde nachher berichten, wie es mit Brot schmeckt. So, meine Lieben, ich habe euch jetzt noch versprochen, dass ich euch sagen möchte, wie ich den Thermomix finde und kurz und bündig, um das mal so zusammenzufassen, ich finde ihn einfach genial. Ob er wirklich seine 1000 noch was wirklich wert ist, kann ich jetzt nicht wirklich behaupten, denn es gibt vergleichbare Produkte auch bei Aldi und bei Lidl, habe ich jetzt zumindest in meiner Recherche rausgefunden, die vielleicht das Ähnliche können, vielleicht nicht ganz so gut und vielleicht auch nicht so hochwertig, aber definitiv so, dass man sagen kann, man kann sich das auch getrost dort kaufen, bin ich der Meinung. Ich finde meinen Thermomix wirklich toll, also den ich jetzt gerade bei mir zu Hause stehen habe. Also so alles in allem muss ich sagen, der Thermomix ist schon eine tolle Sache, aber ich glaube, vergleichsweise, was man so im Alltag, also man ist vielleicht so eine Back- und Kochfee, aber ich denke jetzt einfach mal so im Alltag für eine Mama, für Leute, die jetzt anfangen zu kochen, ist das, glaube ich, eine schöne Sache. Aber ich denke, man kann auch die von Aldi und Lidl holen. Ich werde euch die mal unten in die Infobox verlinken, weil es ist eine günstige Alternative. Ich denke, sie können genau dieselben Sachen und ihr habt da ja auch Garantie und alles drauf. Also ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video. Ich hatte mega Spaß, das Ding zu testen und werde es, wie gesagt, jetzt weiterhin noch benutzen und noch Hühnerbrühe und sowas machen. Also wenn ihr wollt, dass ich vielleicht ein paar Thermomix-Rezepte nochmal online stelle oder vielleicht auch mal so ein Food-Diary mache, dann lasst mich das gerne wissen in den Kommentaren. Dann mache ich das natürlich.
Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Wir wollen das Ganze ja nicht zu lang halten und bis dahin, tschüss!